Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es heute mal um das Thema Red gehen. Und zwar waren wir gestern in Mainz auf einer Veranstaltung, organisiert von Teltec. Wir wurden dort eingeladen. Auch nochmal herzlichen Dank an Teltec dafür. Und die Veranstaltung hieß gestern Red und Wine. Und das war einfach ein Zusammenkommen, ein Zusammentreffen von Filmemachern, von Leuten, die bei Teltec Kunde sind und aber auch von zwei Mitarbeitern von Red, die extra aus England eingeflogen kamen. Ja, es war einfach so ein Zusammenkommen. Man hat sich ein bisschen über die Kameras unterhalten, über Filmequipment. Und ich möchte euch da mal ein bisschen was darüber erzählen, was das Thema Red bei uns aktuell in der Firma bedeutet und einfach mal meine Gedanken dazu, beziehungsweise wie so ein Filmtreffen aussieht. Ja, wir sind dorthin gefahren mittags um 2, das war in der Teltec-Zentrale in Mainz und wir haben uns da mit dem Axel Seider getroffen, das ist unser Ansprechpartner bei Teltec in Karlsruhe. Wir sind super zufrieden bei Teltec, das Video wird auch nicht gesponsert, irgendwie sowas, wir sind einfach nur überzeugt von dem Service, was Teltec bietet. Und wir haben als erstes mal eine Führung durchs Lager bekommen. Und es war echt mega crazy zu sehen, was man dort alles auf Lager hat. Es gab einen Raum, da waren unglaublich viele Stative drin. Und dann gab es natürlich auch die Bereiche mit den Kameras. Das war echt cool zu sehen, okay, wie funktioniert das, wenn wir bestellen? Wie sind die Prozessabläufe? Ja, das war echt cool zu sehen. Und danach ging eigentlich auch relativ fix die Veranstaltung los. Ging um 4 los. Und da war es halt mega cool, sich mit den Leuten auszutauschen. Wir hatten dort ein paar Filmemacher aus Nürnberg da, dann noch ein paar aus Norddeutschland und halt unsere Region Mannheim, Frankfurt, Mainz. Und ja, wir haben als erstes mit einem gesprochen, der kommt aus Nürnberg, hat seit mehreren Jahren auch Red-Kameras. Und es war echt mal cool, von denen zu hören, weil wir haben immer das Problem, sage ich jetzt mal, dass wir aktuell noch nicht wissen, okay, ist vielleicht eine 8K Helium für uns interessant, eine Red Gemini oder Gemini, wie man es ausspricht. Wir haben uns halt dort mal mit den ganzen Leuten unterhalten können, die halt die verschiedenen Kameras schon getestet haben und die natürlich auch ein bisschen Ahnung über die Kameras haben. Was zum Beispiel bei mir immer so ein Beweggrund war oder was ich noch nicht ganz so verstanden habe, warum man jetzt aktuell zum Beispiel 8K braucht, also warum nimmt man den 8K auf? Was man im Internet meistens findet, ist, man kann das Footage reframe, das heißt, wenn der Ausschnitt nicht gepasst hat, kann man das noch besser zukroppen, weil bei 8K hat man ja ein riesiges Bild, wenn man das jetzt in 4K ausgibt, hat man noch mega Fleisch an den Seiten und oben, was man hin und her schneiden kann. Und ich habe immer gefragt, okay, das kann doch nicht das Einzige sein. Also Reframing kann doch nicht der einzige Vorteil jetzt aktuell von 8K sein. Und natürlich die Details, was man natürlich mit der Bildqualität des Sensors dazu bekommt. Gestern haben wir gelernt, dass zum Beispiel auch das Frame Sampling ein Thema ist. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel in 8K aufgenommen hat und den Film aber in 4K ausgibt und dann runterrechnet, dann werden zum Beispiel 4 Pixel zu einem, der natürlich dann deutlich qualitativer ist, weniger Rauschen hat. Und wenn man das Ganze nochmal krasser treibt, von 8K auf Full HD runter auf 1080, hat man 16 Pixel, die zu einem werden. Und dadurch hat man natürlich einen krassen Vorteil. Das wusste ich bis gestern bei der Veranstaltung noch nicht. Und das war mal cool zu hören. Kann man natürlich auch so sehen, wenn man jetzt 5,6K oder 6K hat, geht das Ganze natürlich auch noch. Natürlich nicht so krass wie 8K, aber man hat diesen Effekt auch noch. Und ja, für uns ist Red aktuell ein Thema für die Zukunft, ist natürlich eine Rieseninvestition. Wir haben jetzt nicht vor, eine nächste Woche zu kaufen, aber wir beschäftigen uns natürlich damit. Ja, ich bin mal gespannt, wann sich da was tut bei uns. Sehen wir mal. Es war super cool generell mit den Jungs von Red zu reden. Die haben einem natürlich mal so erzählt, okay, wie viele Reds werden eigentlich in Deutschland jährlich verkauft. Er meinte so, er verkauft europaweit so ungefähr, also der Verkäufer jetzt, mit dem wir gesprochen haben, so um die 300. 150 allein davon gehen nach Deutschland. Also Deutschland ist auf jeden Fall der größte Abnehmer. Er hat uns ein paar Hinweise gegeben, was so nächstes Jahr rauskommt. Er hat gemeint, bis 2021 wird jetzt keine neue Red-Kamera kommen, bis auf eine. Da kann ich jetzt aber nicht dazu viel sagen oder will nichts dazu sagen. Die wird auf jeden Fall nicht so teuer wie die anderen. Sind wir mal sehr gespannt. Was er auch zum Beispiel erzählt hat, wie die Red Gemini entstanden ist. Und Elon Musk hat die angesprochen und hat gesagt, hey, ich brauche für meine Space-Projekte eine Kamera, und zwar eine Red, und er braucht die natürlich oben im Weltraum, ist ja natürlich arschdunkel, man hat eigentlich kaum Licht. Da braucht er eine, die Lowlight-mäßig einiges zu bieten hat. Und Red hat dann extra für ihn eine neue Kamera entwickelt. Und das wurde dann gemacht. Dann hat Red aber gemerkt, okay, die Technik, die wir hier gerade entwickelt haben, ist mega krass und die wollen wir natürlich auch für den Commercial-Bereich rausbringen. Und dann haben sie die ein bisschen abgespeckt. Und dadurch kam dann eben dieses Dual ISO oder wie man es nennt.
Und dadurch hat Red die 18,5 Blenden-Stops in der Totalen. Er hat uns auch gestern erklärt, wie das funktioniert. Und zwar ist es so, dass man, wenn man im Standardmodus ist, 16,5 Blendenstufen, den Dynamic Range hat. Und wenn man dann in den anderen Modus wechselt, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, werden die zwei oberen Blendenstops nach unten gepackt in den dunkleren Tiefenbereiche. Dadurch hat man dann eine aktive Dynamic Range von 16,5, hat aber eine totale von 18, weil einfach die zwei unteren und die zwei oberen geswitcht werden können, was ich super interessant finde. Dann hatten wir die Möglichkeit, Cine-Lenzen zu testen. Das ist natürlich auch was richtig Cooles. Man hat nicht immer die Möglichkeit, so viele verschiedene Gläser zu testen. Es waren einige Gläser dort. Wir hatten die Sigma Art-Reihe, die Zeiss-Gläser, dann Zeiss Supreme. Also da war eine große Auswahl. Mega cool. Auch Canon-Gläser. Ein paar Foto-Optiken waren auch da. Und was wir zum Beispiel auch gelernt haben, dass die Sigma Art-Reihe, die wir auch haben, mit der wir auch gerade filmen, dass die aus demselben Glas sozusagen besteht wie die Sigma Cinema Lenses. Es ist natürlich das Gehäuse anders, aber von der Bildschärfe bzw. vom Bildlook bekommt man eigentlich das Gleiche. Wir haben das nicht gewusst, wir haben das gestern nochmal getestet und es sind eigentlich die identischen Bilder rausgekommen, fanden wir sehr krass. Man sieht vielleicht einen minimalen Unterschied, aber das, was wir sozusagen jetzt rausgefunden haben, einfach beim Draufpacken, hat man nichts irgendwie krass gesehen. Und das fanden wir schon krass und auch erstaunlich, dass man für das Gehäuse so viel Aufpreis zahlt und waren da eigentlich relativ, ja, positiv gestimmt, dass wir mit den 7 Art Lenzen eigentlich schon so eine krasse Schärfe und so eine Qualität haben. Ja, warum ich das Video gemacht habe, ich möchte euch einfach empfehlen, auf solche Events zu gehen. Ihr könnt ja mal schauen bei Teltec, wenn es so ein Event wieder gibt. Es ist mega hilfreich gewesen. Ihr findet dort Filmemacher, die krass Erfahrung haben. Das hat uns super was gebracht, auch in der Entscheidung für die Zukunft Equipment zu holen. Nicht nur eine Kamera, sondern auch das Thema Licht, Zubehör. Wir haben dort mal einen Ronin 2 in der Hand gehabt mit einer Red Ranger. Das war krank schwer. Also man kann den locker 10, 20 Sekunden hochhalten und danach ist fertig. Also das war echt crazy. Im Gegensatz zu unserem Movi Pro hätte ich niemals gedacht, dass der so schwer ist. Und es war einfach mal cool, dort alles in die Hand nehmen zu können, zu testen, sich mit den Leuten von Teltec zu unterhalten. Okay, was kommt zum Beispiel für Deals oder wie kann man irgendwelche Sachen mal testen? Und ja, das möchte ich euch einfach empfehlen, weil es einfach ein super cooles Event war. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Teltec bei den nächsten Events. Wir werden das auch bei uns auf Instagram ankündigen, falls wir wieder irgendwo hingehen. Und dann könnt ihr da euch anschließen oder könnt uns fragen, wie ihr euch da anmelden könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Video.